Palastkerker. Wir werden die Rebellen befreien oder wen immer sie dort eingesperrt haben. Kann ich das Ding hier einkloppen? Nein. Schade. Wie groß ist der Palastkerker? Nicht so groß, glaube ich. Ah! Verbannte! Das sind natürlich gefährliche Gegner. Imperiale Münze will ich nicht, ich möchte... Ihr wisst genau, was ich möchte. Oh Gott. Da sind mehrere Verbannte. Kommen wir hier rein? Oh, du bist es. Du hast uns tatsächlich gefunden. Das habe ich. Man muss uns verraten haben. Die Wachen des Dogenkammers sperrten uns hier unten ein. Du musst uns helfen. Finde den Schlüssel zu dieser Tür. Das hier ist wirklich kein angenehmer Ort. Und wir vermuten, dass das Knochengerüst da drüben nicht so tot ist, wie es tut. Ich werde wahrscheinlich mit dem Vieh reden können. Naja. Kümmern wir uns um die hier. Mein Gott. Die hauen echt verdammt zu. Da oben ist noch ein Verbannter. Irgendwo hier ist also ein Schlüssel. Das ist doch ganz schön weitläufig. Was ja grundsätzlich sehr gut ist. Oh Gott. Kann ich da überall noch hin? Auch da unten? Das wäre fett. Krass. Die Fähigkeit ist wirklich krass. Mit dem kann ich bestimmt noch reden. Was ist hier? Nichts. Goldkette. Dukaten. Komm schon. Ja, toter Kerkermeister. Nein, 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 du musst gehen. Die Besuchszeiten sind rum. Warte, bist du der ehemalige Gefängniswärter? Was meinst du mit ehemalig? Ach ja, richtig, dann wäre ja die Antwort auf deine Frage. Ich brauche die Schlüssel zu den Gefängniszellen. Du willst die Schlüssel? Schön, die habe ich bei mir. Aber wenn ich das für dich tue, tust du vielleicht auch etwas für mich. Aber natürlich. Du hast ja keine Ahnung, wie es ist, ein Geist zu sein. Es wird so eine Hand wäscht die andere, wollte ich sagen. Hier unten und die Menschen haben nur Hohn und Spott für uns übrig. Als ich noch am Leben war, hatte ich eine Freundin. Sie war wunderschön. Wenn ich sie doch nur noch einmal... Ich würde dir sofort den Schlüssel anvertrauen. Wir waren so verliebt, aber dann eines Tages... Ach, ich kann gar nicht daran denken. Wenn du sie oder, naja, Teile von ihr zu mir bringen könntest, ach, das würde meinen Geist beglücken. Okay, Teile von ihr? Das ist irgendwie ziemlich creepy, the fuck? Ah, und wo soll ich die überhaupt finden, sag mal? Wie mächtig Todeswelle einfach ist. Wo finde ich denn Teile von der? Und warum ist es hier echt so verdammt groß? Oh, das führt ganz tief hinab. Ganz tief hinab in die Schlünde von Mordor. Ich sehe überhaupt nichts. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Na,
Ey, was soll das? Ich hab doch die richtige... Ich hab die richtige Taste und alles benutzt. Was wollt ihr von mir? Ha! Block that bitch! Block that bitch! Nützt dir nichts! Nützt dir nichts! Was ist? Oh, eine Mausefalle. Die arme Maus. Oh. Das ist tatsächlich eine ganz neue Ebene des Kerkers. Irgendwie. Zumindest wird sie so gezählt. Die untere Kerkerebene. Ja, die Viecher sind wirklich gefährlich. Ich sag's ja immer wieder. Ah! So eine verdammte Scheiße, das wäre eben fast wieder schief gegangen. Zum Glück regeneriert sich unser Leben, ja. Wahrscheinlich ist die Freundin irgendwo hier unten zu finden. Die muss ja dann auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Wenn der Kerkermeister selbst auch schon verlottert und vergammelt ist. Warum? Nein! Geh vorüber, Abklingzeit! Warum dauert das so lange? Wo ist der andere? Der ist abgehauen, ganz toll. Wo seid ihr? Da! Mann, ich hasse das, dass er dann abbricht. No. 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 Und wo ist der letzte? Der war hier vorne. Schnell. Schnell, Scarlett. Schnell. Ah, hier war ich schon. Okay. Hier war ich auch. Dann sind wir jetzt hier oben. Das ist so verwinkelt. Wer baut solche Kerker? Doch nur, um die Gefangenen zu verwirren. Aber warum? Die kommen mir doch eh sowieso nicht mehr raus. Vorne. Hier vorne war noch was. Doch nicht, doch nicht. War hier nicht noch irgendwo was? Habe ich hier nicht irgendwas vergessen? Eine Treppe, die noch weiter nach unten führt zum Beispiel. Wofür das denn? Ah, die hatte ich noch nicht.
das führt doch wieder nach oben. Will ich da überhaupt hin? Man sieht einfach mal nichts. Ich wechsle mal um auf die Laterne hier. So, diesen Weg sind wir gegangen, diesen auch. Hier waren wir auch. Waren wir hier hinten schon? Mann, das hilft mir alles nicht. Vielleicht können wir mit dem Skelett reden, was da in diesem Kerker ist. Ui. Was sagt denn die Quest an sich? Liegt im Palastgarten begraben. Davon hat er aber nichts erzählt, dieser Penner. Aber er hat mir eine Karte gegeben. Ist es diese? Aha. Dann weiß ich ja jetzt wenigstens, wo ich hin muss. Dann gehen wir jetzt also hier raus. Das war falsch. Und graben die Olle aus. Das klingt so gemein. Aber es ist nicht gemein gedacht. Aber wo sind jetzt die Teile für die Statue? Ich habe nicht das Gefühl, dass es diese sind, die da immer um die anderen Statuen herumliegen. So, jetzt muss ich nochmal genau gucken, wo... In der Nähe eines Turms auf jeden Fall. Da oben. Netterweise zeigt uns die Minimap ja schon an, wo die sich befinden soll. Die muss hier liegen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du so weit gekommen bist. Oh oh. Du hast dir mein Vertrauen verdient. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich muss Viktor treffen. Deine Macht ist gewachsen. Aber es gibt noch immer einige Geheimnisse, die gelöst werden müssen. Du brauchst mehr Verbündete. Viel mehr. Und viel stärkere. Bevor du den verfluchten Thronsaal betrittst. Der Schlüssel zur Zerstörung des Palastes ist der machtbesessene Stadtrat. Aber wie gesagt... Du brauchst Unterstützung an deiner Seite. Hör zu. Stelle sicher, dass dich niemand beobachtet. Dann komm in mein Zimmer. Ich habe etwas für dich, das den Stein ins Rollen bringen könnte. Etwas, das ich in den Gärten gefunden habe. Ah, dann hat sie bestimmt die Fragmente, die wir brauchen für die letzte Statue. Leon. Ich hoffe nicht, dass er uns verrät. Er hätte die Macht dazu. Weil er weiß, wer wir wirklich sind. Und mein Gott, Isabella, du bist ein wenig steif um den Nacken. Isabella ist die Frau des Kerkermeisters. Ich nehme mal an, dass wir Stufe 30 noch erreichen, auf jeden Fall. Vielleicht ist das ja sogar das Maximum, wer weiß das schon so genau. Puh.